Oh mein Gott, Leute, es gibt höchstwahrscheinlich neue Infos zum Star Park und es gibt einen mysteriösen, geheimnisvollen Roboter, der von Brawlern umgebracht wurde. Aber warum haben diese Brawler das gemacht? Und warum genau haben diese Brawler genau diesen Roboter hier angegriffen? Und da habe ich tatsächlich eine Theorie. Jetzt, wo ich leider keinen Creator-Code mehr im Brawl Stars habe, tragt doch gerne den Creator-Code von Lukas bei euch im Shop ein. Ihr wisst es, Leute, auf der Nita Ehrenbruder-Basis, alle 7 Tage müsst ihr den Code neu eingeben. Ja, Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem Brawl Stars-Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Ja, meine Leute, ich habe heute ein richtig geiles Video für euch vorbereitet. Und zwar gibt es nach einer echt längeren Zeit mal wieder geisteskranke Brawl Stars Theorien. Was ist hier in Brawl Stars passiert? Was hat das alles auf sich? Was hat der Star Park auch damit zu tun? All das heute in diesem Video. Schnallt euch wirklich an, holt euch eine Tasse Tee, eine Cola, einen Kakao, was weiß ich, und schaut dieses Video bis zum Ende, denn es ist wirklich verdammt wichtig. Bevor wir aber reinstarten, abonniert gerne mal meine 2 anderen Kanäle. Ich habe einmal einen Reaction-Kanal, der heißt Kevin Light. Auf dem müssen wir unbedingt dieses Jahr noch die 100.000 Abonnenten erreichen. Es fehlen noch knapp 4.000 Abos, das müssen wir hinkriegen. Also wenn jeder von euch mal nach diesem Video meinen 2. Kanal abonniert, dann können wir es schaffen. Und ich habe auch noch einen 3. Kanal, auf dem ich andere Spiele hochlade, die nichts mit Brawl Stars zu tun haben. Also zum Beispiel Minecraft, Fortnite, Roblox, Clash of Clans, Clash Royale, alles mögliche an anderen Games, die ich noch gerne zocke. So, Freunde, was ist jetzt aber passiert? Am 29.11. hat Brawl Stars auf Twitter ein neues Bild gepostet. Wir sehen hier tatsächlich einen Tatort, anscheinend einen Mordtatort. Und FBI Spike muss hier ermitteln. Aber was ist denn auf diesem Bild so alles zu erkennen? Also, wir sehen hier auf diesem Bild verschiedene Zahlen, verschiedene Nummern, wie es halt bei einem Tatort ist. Zum Beispiel sehen wir hier die Nummer 4, die Nummer 7, die Nummer 8. Dann geht's weiter mit der Nummer 10. Also, man kann schon mal kurz und knapp zusammenfassen. Wir haben hier verschiedene Nummern, aber nicht in irgendeiner Reihenfolge und auch nicht wirklich chronologisch. Ich würde sagen, wir fangen auch einfach mal anhand dieser Nummern an, dieses Bild zu beschreiben, weil das ja anscheinend für diesen Tatort wichtig ist. Wir sehen bei Nummer 4 tatsächlich ein Loch im Fenster. Bei Bild Nummer 7 sehen wir Löcher in einer Holzwand, wodurch auch das Licht reinscheint. Und diese Löcher sind wahrscheinlich durch die Dolche von Crow entstanden. Die 7 finden wir aber auch nochmal im Kühlschrank und das könnte tatsächlich das Spendenglas von Griffs sein. Aber ich weiß nicht so ganz, was diese 2 Sachen miteinander zu tun haben. Man könnte auch vermuten, dass diese Löcher nicht durch die Dolche von Crow entstanden sind, sondern durch die Münzen von Griffs. Bei Nummer 8 sehen wir ein Schussloch, vermutlich von Lola. Bei Nummer 10 sehen wir Dynamit von Dynamike. Bei Nummer 11, 13 und 14 sehen wir Glasscherben oder irgendwas anderes. Ich kann es nicht ganz genau erkennen, aber ich vermute, dass es Glasscherben sind. Bei Nummer 12 sehen wir ein Messer. Bei Nummer 15 in der Wand sehen wir Crow-Dolche. Bei Nummer 16 sehen wir eine Schreibmaschine. Und auf dieser Schreibmaschine steht etwas ziemlich Wichtiges drauf. Und zwar steht dort Scary Ace bei B13. Das behalten wir uns schon mal im Hinterkopf. B13 ist nämlich im Verlaufe dieser Analyse extrem, extrem wichtig. Und bei Nummer 29 sehen wir anscheinend Ashs Besen. Es gibt aber noch ein paar weitere Sachen, die hier in diesem Bild auffallen. Und zwar gehen wir jetzt mal von links nach rechts das Bild durch. Oben links, neben dem Kühlschrank, haben wir ein einzelnes Schussloch. Das könnte wahrscheinlich von Colt sein. Am Kühlschrank dran haben wir Roboterbilder. Wahrscheinlich sind das Roboterbilder von Kindern. Wir haben hier ein Leichenbild. Und dieses Leichenbild ist überschüttet von roter Soße oder irgendetwas von Tomatensauce oder so, die anscheinend vom Tisch runtergefallen ist. Aber von wem dieses Leichenbild ist, da kommen wir gleich nochmal drauf. Das ist nämlich meiner Meinung nach bekannt. Dann sehen wir natürlich etwas Gemüse auf dem Tisch. Vor dem Fenster ist Polizeiabsperrband. Dann sehen wir dort Stus Reifenspuren und auch noch andere Fußspuren, die nach rechts gehen. Es kann auch sein, dass Bild Nummer 4 so ein bisschen auch diese Fußspuren markieren soll.
Dann sehen wir Spike als SBI-Agenten. Meiner Meinung nach könnte das auch ein ziemlich, ziemlich cooler Skin im Spiel sein. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr SBI Spike im Spiel drin sehen wollt. Es gibt tatsächlich auch noch einen anderen Brawler, der vermutlich der Kollege von Spike ist, und zwar Frank. Vielleicht könnt ihr euch noch an den Agenten Frank erinnern, den man hier in diesem Video bei 1 Minute 36 gesehen hat. Wenn wir dann weiter gucken, sehen wir an der Wand tatsächlich einige Familienfotos von einem Roboter-Ehepaar mit Kindern. Dann sehen wir rechts auf dem Schrank auch noch den Gameboy von 8-Bit und wie gesagt auch noch diese Schreibmaschine. Aber kommen wir jetzt nochmal darauf zu sprechen, wer denn dieser B13 anscheinend ist. B13 ist nämlich ein Roboter. Und B13 ist schon vor etwas längerer Zeit tatsächlich mal in einem Brawl Stars Bild aufgetaucht. Und zwar hat Brawl Stars am 5. November dieses Bild hier gepostet. Und wir sehen hier ganz in der Mitte als Hauptfokus, sage ich jetzt einfach mal, des Bildes einen Roboter. Dieser Roboter hat eine 3D-Brille auf. Und wenn wir jetzt mal an diesen Roboter ranzoomen, an seine Brust hier oben links, sehen wir, dass auf diesem Roboter tatsächlich B13 draufsteht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob jeder Roboter einfach B13 heißt oder ob speziell dieser Roboter hier B13 heißt, das weiß ich nicht so genau. Aber wenn wir nochmal auf das aktuelle Bild zurückspringen, sehen wir tatsächlich ganz auf der rechten Seite auf diesem grünen Sockel auch ein Bild von zwei Robotern. Und diese zwei Roboter haben auch 3D-Brillen auf. Also, wir haben ja auf jeden Fall eine dichte Verknüpfung. Und wie gesagt, auf dieser Schreibmaschine steht auch B13. Bevor wir jetzt dazu kommen, was hier genau passiert sein könnte, schaut euch nochmal bitte den Banner vom WKBRL-Livestream an. Und zoomt mal bitte nach ganz oben rechts. Wir haben ja diese Information, geplanter Broadcast 21-C. Aber mit dieser Information, dass B13 für einen Roboter steht, kann das hier ja zum Beispiel auch für einen anderen Roboter stehen. Und das ist hier ganz random einfach als Signatur oder sowas versteckt. Das weiß ich nicht so genau, aber dieses B13 hat mich halt sehr an diese Zahlenfolge und diesen Buchstaben erinnert, weil es halt auch 021C und B13. So, kommen wir jetzt aber mal zu der Theorie, was hier passiert sein könnte. Ich denke, dass B13 ein Dieb ist und er hat folgende Dinge geklaut. Er hat das Spendenglas von Griffs geklaut, was wir im Kühlschrank sehen. Er hat Ashs Besen geklaut und er hat den Gameboy von 8-Bit geklaut. Daraufhin haben sich die Brawler Dynamike, Crow, Lola, Stu, Colt und Poco, die haben zusammen einen Angriff gegen B13 geplant und sie sind zu seinem Haus gefahren, wo B13 mit seiner Familie wohnt und haben einen Angriff gestartet. Währenddessen hat sich B13 gerade etwas zu essen gemacht, was halt auch das Gemüse erklären könnte, diesen Topf, der umgefallen ist, diese Karotte, die halb geschnitten ist und so weiter. Sie haben dabei angefangen, durch die Wände von diesem Haus zu schießen, wobei sehr wahrscheinlich Poco B13 mit seinen Schüssen getötet hat. Warum? Weil B13 höchstwahrscheinlich genau auf diesem Stuhl saß und genau dort, wo die Einschusslöcher von Pocos Noten sind, saß anscheinend B13 und diese Schüsse haben ihn höchstwahrscheinlich getötet. Als diese Brawler dann bemerkt haben, dass sie B13 getötet haben, sind sie so schnell es geht abgehauen, damit sie nicht erwischt werden. Und jetzt ist SBI-Agent Spike dort, um das Ganze zu untersuchen. Aber jetzt ist die ganz große Frage, warum gibt es einen Roboter, der sich anscheinend selbstständig gemacht hat und andere Brawler beklaut und warum genau haben diese Brawler genau diesen Roboter hier angegriffen? Und da habe ich tatsächlich eine Theorie. Ich denke, der Roboter hat wie alle anderen Roboter im Starpark gearbeitet oder arbeitet dort noch im Starpark und wohnt halt auch dort und er wurde durch dieses Radio kontrolliert, beziehungsweise eher gesagt durch den WKBRL-Livestream, in dem 24 Stunden lang zuletzt immer das gleiche lief, was ja so ein bisschen so eine Tagesreihenfolge ist, alle sollten dieses Radio hören, am Ende des Tages sollte man schlafen und so weiter, könnt ihr euch ja vielleicht noch dran erinnern. Und alle Leute, die im Starpark sind oder arbeiten, sollten dadurch so ein bisschen hypnotisiert werden. Und dieser WKBRL-Livestream sollte sie ein bisschen in diesem Hamsterrad gefangen halten.
Und ich denke, dass B-13 eigentlich ein ganz normaler Roboter ist, der im Star Park vielleicht arbeitet wie alle anderen Brawler. Aber ich denke, dass B-13 durch irgendeinen Grund aus dieser Kontrolle fliehen konnte. Und durch irgendeinen Grund, warum auch immer, vielleicht weil er eifersüchtig war, dass normale Brawler nicht kontrolliert werden durch diese Musik. Oder was weiß ich. Oder vielleicht ist er auch einfach durchgedreht. Und dann hat er angefangen, die berühmten Brawler zu beklauen, die ja so ein bisschen das Aushängeschild vom Starpark sind. Ich weiß nicht, ob diese Theorie ein bisschen sehr weit hergeholt ist. Trotzdem, wisst ihr es, ich erwähne es nur noch einmal. Dieser Post wurde nicht ohne Grund gemacht. Irgendetwas steckt hier hinter und wir müssen herausfinden, was der Grund ist. Vielleicht ist das der Grund, was ich euch jetzt gerade genannt habe. Aber ansonsten könnt ihr mir auch gerne mal eure Theorien in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Checkt Videos aus der Endcard aus. Wir sehen uns im nächsten Brawl Stars Video. Bis dann, haut rein, euer Clash Games und ciao, ciao.